Herzlich willkommen im Bund. Unsere Aufgabe als Bundesregierung ist es, die Menschen in Österreich zu schützen. Und das tun wir. Wir kommen dieser Verantwortung nach. Und während die Inzidenz für geimpfte Menschen glücklicherweise rückläufig ist, steigt sie bei den Ungeimpften weiterhin exponentiell an. Derzeit liegt die Inzidenz bei den Ungeimpften in der Altersgruppe von 18 bis 59-Jährigen bei über 1.700. Meine geehrten Damen und Herren, die Lage ist tatsächlich so ernst. Daher haben wir heute beschlossen, dass ab morgen, Montag 0 Uhr, in Österreich ein Lockdown für Ungeimpfte gilt. Das bedeutet Ausgangsbeschränkungen für alle ab dem 12. Lebensjahr. Der private Wohnbereich darf nur noch in Ausnahmefällen verlassen werden. Es gilt künftig im Handel 2G, beim Handel, der über die Grundversorgung hinausgeht, also der Besuch von Bekleidungsgeschäften, Sportgeschäften, Möbelhäusern oder anderes ist nicht mehr gestattet. Wir beschleunigen damit als Bundesregierung gemeinsam mit den Landeshauptleuten den gemeinsam entwickelten Stufenplan und ziehen die 5. Stufe vor. Ich muss ganz offen sagen, wir setzen diesen Schritt nicht leichten Herzens. Aber leider ist er notwendig. Wir haben diesen Schritt angekündigt in den vergangenen Tagen und heute wird er umgesetzt. Dass es sich die Bundesregierung mit den Experten. Mit dieser Impfquote wird uns der Ausweg aus der Pandemie nicht gelingen. Mit dieser Impfquote werden wir im Teufelskreis stecken bleiben und zwischen Lockdown-Welle hin und her lavieren. Das kann nicht unser Ziel sein. Das können wir nicht wollen. Daher bitte noch einmal, helfen Sie uns, brechen wir diese vierte Welle, gehen wir mit voller Kraft rein und zerbrechen wir diesen Teufelskreis, um ihn zu entkommen. Der einzige Weg ist und bleibt die Impfung. Danke sehr. Dieser Zahlen, die wir derzeit haben, in Österreich zu halten und an den Herrn Gesundheitsminister. Sie ab Montag, 15. November, gilt Folgendes. Ausgangsbeschränkungen ganztägig für Personen, die weder geimpft noch genesen sind. Kinder bis zum 12. Lebensjahr sind von den Beschränkungen ausgenommen. Ausgangsbeschränkungen für Ungeimpfte gilt auch für die Betriebsstätten des nicht lebensnotwendigen Handels und zur Inanspruchnahme von Dienstleistungen, gilt für Betriebsstätten des Gastgewerbes und für Sportstätten. Heute schon plädiert Ihr Vorgänger, Herr Mückstein, für einen Lockdown für alle in Oberösterreich. Lockdown für Ungeimpfte ist kein Selbstzweck, ist keine Empfehlung, sondern es ist ganz klar eine Anordnung, die nur dann Wirkung zeigt, wenn sie auch dementsprechend kontrolliert wird. Weil das in der Diskussion immer wieder aufkommt, hätte man nicht. Wir reden hier von. Ab morgen muss jede Bürgerin, jeder Bürger, jeder Mensch, der in Österreich lebt, sich klar sein, dass er von der Polizei kontrolliert werden kann. Denn wir werden in all unseren Kontrollmaßnahmen, die wir polizeilich durchzuführen haben, auch den 2G-Status kontrollieren, auch den Grund des Betretens des öffentlichen Raumes kontrollieren.